Okay, irgendwas stimmt hier mit dem Player-Einstellungen nicht, merke ich gerade. Das gefällt mir so gar nicht. Ah, diesmal ist es wenigstens Silber geworden. Also... noch einmal. So, und diesmal bekommen wir eine Goldzeit hin. Wäre so der logische Schluss, zumindest zuerst Bronze, dann Silber. Hey, wenn es erst keine Goldzeit wird. Und diesmal lasse ich mich nicht ablenken von irgendwelchen Playern und Einstellungen und auf irgendwelche Timer gucken. Diesmal geht es hier direkt zur Sache. Diesmal bauen wir direkt einen Unfall. Also wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann werde ich mir einen anderen Schnelleinsatz suchen und den versuchen. Der Kular wird sich freuen. So, diese Kurve habe ich diesmal wenigstens gemeistert. Und auch Zeitstrafen. Und ich hau inzwischen hier das Nitro aus. Weil es reicht immer noch nicht. Okay. Einheitsposition erreicht. Was soll ich tun, Control? Gut. Wir fahren mal ein anderes Event. Kriminelle Einstellung. Probieren wir das doch mal aus. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ja, vor uns fährt ein Racer, das ist schön zentrale. Da ist aber ein Kollege dran, ich überlasse ihn mal den. Ich überlasse ihn mal dem Kollegen. Ganz eindeutig. Und heute Morgen ist relativ wenig los. Merke ich gerade. Auch so bezüglich Overwatch. Normalerweise kriegen wir da auch schon mal Unterstützung. Aus diesem Bereich. Und auch hier verstrecke. Ich finde kaum andere Mitspieler. Also normalerweise, ja, wer die letzten Folgen so verfolgt hat, wird wissen, dass wir immer mal wieder einem realen Spieler begegnet sind. Das sieht heute ja irgendwie so leicht anders aus. Ah, da fährt einer. Das ist ein Racer. Da ist unser Schnelleinsatz. Starten. 2 Minuten 37.
Das werden wir schon schaffen. Irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Recht sein, denn wir haben einen schnellen Wagen. Noch dazu Nitro, welches wir nutzen werden und können. Da will ich nicht reinfahren. Kommt zerstört, ja schön. Ich war es nicht. Also nicht bewusst. Das Ziel und Verstärkung ist vor Ort. Geschafft. Ja. Ihre Reaktionszeit wurde bestätigt. Gute Arbeit. So, dann würde ich sagen, wieder ab zurück zum Kommandoposten. Ganz klar. Hier ist auch schon einer. Schön. Sehr schön. Mal sehen, was auf uns wartet. Gesammelt. Ist in Ordnung. Und was haben wir bekommen? Ein Aston Martin. Wir sind schneller, breiter, tiefer. Gut. Streifer, ja. Fahren wir die Streifer. Wagenauswahl, den werde ich mir jetzt einmal kurz angucken. Ein Aventador. Ich glaube, ich bin für den Aventador. LP700. Ja, ich habe eine kleine Vorliebe für Lamborghini. Gebe ich erst zu. Verfolgungstechnologie. Bitte einmal ausrüsten. Slot 1. Da hätte ich ganz gerne. EMP ist immer eine tolle Sache. Ja, dann ist es auch.
hab gerade schon einen Schock gekriegt. Einen richtigen Schock. Schon komm mal bitte. Bap. Ja. So, für Level 3 wird es da nicht mehr reichen. Gold bei 3 schnell Einsatz. Einsatz. Fahren wir doch mal, ich würde mal sagen, fahren wir doch mal diesen. Der Cola ist ihn auch schon gefahren mit einem BMW M6 Coupé. 4 Minuten 24 hat er gebraucht. Wir haben jetzt natürlich einen kleinen Vorteil, wir haben einen anderen Wagen. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir bei diesem Schnelleinsatz rausfahren können. Starten, bitteschön, ja. Also 4 Minuten 24, damit liegt er weit über der Goldzeit drüber. Also wirklich, wirklich weit. Wir sind hier unterwegs. Ja, der Aventador, der lässt sich schon ganz anders steuern. Der hat auch ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Das merkt man auch einfach. Quasi die Hälfte und sind nicht bei der Hälfte der Zeit. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Je nachdem, wie sehr uns dieser Team jetzt hier aufhalten. So, dann geben wir hier noch ein bisschen Nitro mit rein. Ja. So, jetzt habe ich genug Straßen mit Leitplanken hier mitgenommen. Auf geht's mal wieder ein bisschen mehr concentrate, dass wir hier, dass genauso etwas nicht mehr passiert. Vor allem die Zeitstrafen werden ja auch immer mehr, je öfter das passiert. Jetzt sind wir schon bei 3 Sekunden. Das Ziel und wir sind in einer guten Zeit, wirklich in einer wirklich, wirklich guten Zeit. 2 Minuten 33. Gut, den ersten haben wir. Events, Schnelleinsätze. Heiltempo. Der ist ganz in der Nähe. Das ist schön, das freut mich. Haben wir mal einmal nicht so ein weiten Weg. Oh, den habe ich schon mal gefahren. Ja, und der Kula auch. Ja, hallo Kula. Wenn du dieses Video siehst, ich bin gespannt, ob du mir dann im Nachhinein wiederum erzählen wirst, dass du diesen Schnelleinsatz auch wieder fährst. Ich starte ihn jetzt. Also, bis gleich. 1 Minute 35, wir gucken, ob wir das schlagen können, ob wir uns selbst unterbieten können. Ich bin gespannt. Und ihr doch hoffentlich auch. Alle Einheiten
Ja, Kula, so musst du durch diese Kurve durchgehen. Code 3 für Lamborghini Gallardo. Neues Modell. Das muss nicht unbedingt sein. Bietet sich aber an. So, als kleiner Tipp, wie du hier gute Zeiten rausfahren kannst. Wir haben gerade einen neuen Rekord erfahren. Schön. Als 35 war, glaube ich, unsere Zeit hier gewesen. Ja. Officer, die Reaktionszeit wurde für eine Empfehlung aufgezeichnet. Gut, jetzt habe ich die Zeit nicht mitbekommen. Ich sag mal Event Neustart. Ich möchte eben die Zeit wissen. Da haben wir uns verbessert. Um 10 Sekunden. Das ist schön. So, und der nächste Schnellersatz ins rechte Licht. Ich glaube, den sind wir auch schon mal gefahren. Aber das werden wir auch gleich wissen.